Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bibi-Team und in diesem Video wollen wir dir einen schnellen Überblick über deinen Bibi-Account geben. Wir werden uns die wichtigsten Bereiche einmal anschauen, allerdings nur grob anschneiden. Möchtest du mehr Infos zu bestimmten Bereichen von Bibi, dann schau auf unserer Hilfeseite vorbei oder auf den anderen Videos bei uns auf unserem Kanal. Das erste, was du siehst, wenn du dich einloggst, ist das Dashboard. Das kann so oder so ähnlich aussehen. Über das Zahnradsymbol kannst du die Ansicht von deinem Dashboard auch noch anpassen. Als erstes wollen wir uns das linke Menü anschauen. Dieses linke Menü kannst du auch hier unten drüber ausklappen. Der erste Button hier oben sind deine Bestellungen, das heißt deine Bestellübersicht. Hier siehst du alle deine eingegangenen Bestellungen und kannst verschiedene Funktionalitäten über die obere Funktionsleiste durchführen. Hierüber kannst du auch Bestellungen bearbeiten, indem du auf das Stiftsymbol klickst. Innerhalb einer Bestellung hast du auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem die Position, die Nummernkreise und Layouts, aber auch Zahlungen, Versandaufträge, allgemeine Texte und Notizen zu deiner Bestellung und den Nachrichtenverlauf. Zurück in deiner Bestellübersicht kannst du auch noch die Ansicht anpassen über diesen Button hier oben, kannst verschiedene Tabellenspalten zum Beispiel ein- oder ausblenden oder auch die Zeilenfarbe anpassen. Der nächste Bereich sind die Artikel. Hier öffnet sich auch noch ein kleines Untermenü. In der Artikelübersicht hast du eine Übersicht über all deine Artikel. Auch hier kannst du über das Stiftsymbol deine Artikel bearbeiten. So kannst du zum Beispiel allgemeine Einstellungen vornehmen, aber auch Preise, die Bilder oder auch Dateien und Lagerbestände anpassen. Der erste Punkt des Untermenüs sind Kategorien. Über Neu kannst du eine neue Kategorie für deine Artikel hinzufügen, die du dann später in deinen Artikeln auswählen kannst, in den allgemeinen Einstellungen. Wechselst du in einen Artikel, kannst du hier oben drei verschiedene Kategorien auswählen, die du zuvor unter Kategorien anlegen musst. Diese Kategorien helfen dir, die bessere Übersicht über deine Artikel zu behalten. Der nächste Menüpunkt sind die Preisgruppen. Hier kannst du verschiedene Preisgruppen anlegen. Zum Beispiel kannst du Stammkundenpreise hier hinterlegen, die du dann wiederum in deinen Artikeln auswählen kannst, um dort besondere Stammkundenpreise für Stammkunden und Kundinnen zu hinterlegen. Als nächstes findest du die Bilder und Dateien. Hier werden alle Dateien und Bilder hochgeladen, die du auf deinem Bibi-internen Cloud-Speicher ablegst, zum Beispiel Artikelbilder. Wie du den einrichtest, siehst du gleich nochmal. Hierüber kannst du eigene Felder anlegen. Wir haben zum Beispiel Kühlware als eigenes Feld angelegt und wir möchten, dass das ein Textfeld ist. In deinen Artikeln kannst du, wenn du diese bearbeitest, im Menüpunkt eigene Eigenschaften hier diese Felder finden und dann entsprechend füllen. Der letzte Punkt im Untermenü sind die Importe. Hier siehst du den Status von deinen Artikelimporten. Du siehst, von wo sie importiert worden sind, aber auch, wann der Import gestartet und beendet wurde und wie der Status ist, also ob es erfolgreich hochgeladen wurde. Den nächsten Menüpunkt im linken Menü sind die Kunden bzw. die Kundenübersicht. Hier siehst du eine Übersicht deiner Kundendatensätze, die du natürlich auch bearbeiten kannst hierüber. Der nächste Punkt sind die Zahlungsabgleiche. Auch hier hat sich wieder ein Untermenü geöffnet. Du musst mindestens ein Konto hinzufügen, um die Funktionalitäten des Zahlungsabgleiches zu nutzen. Hierüber kannst du dann aber deine Bestellungen mit den eingegangenen Zahlungen abgleichen. Im Untermenü findest du jetzt noch Zahlungseingänge. Unsere Liste ist jetzt leer, weil wir keine Zahlungseingänge in unserem Account haben. Hast du Zahlungseingänge in deinem Account, wird diese Liste natürlich gefüllt. So kannst du eine Übersicht über alle Zahlungseingänge zu deinen Bestellungen bekommen. Der nächste Menüpunkt ist der Versand. Klickst du auf den kleinen LKW, landest du in der Versandstation. Hier kannst du jetzt zum Beispiel nach einer Rechnungsnummer suchen. Diese Bestellung kannst du jetzt versenden. Wenn du noch weitere Informationen füllen möchtest, kannst du das natürlich auch hier tun und dann am Ende noch einen Kommentar hinzufügen, wenn du das möchtest. Auch beim Versand öffnet sich ein Untermenü. Als erstes haben wir Versandlisten einlesen. Es kann vorkommen, dass externe Versandsoftwares eine sogenannte Versandliste zur Verfügung stellen. Möchtest du die in deinen Bibi-Account einlesen, um dann entsprechend deinen Bestellungen die Daten zuzuordnen, kannst du das hierüber machen. Um so eine Versandliste für eine externe Software zu erstellen, kannst du das über Versandlisten erstellen machen. Hier kannst du dann eine solche Liste anlegen. Als nächstes haben wir noch die aktuellen Versandaufträge im Untermenü. Hier siehst du, dass wir eine Sendung erstellt haben, wo wir das Etikett jetzt nochmal nachträglich herunterladen könnten.
Hast du mehrere Bestellungen versendet, kannst du das in den Versandbadges auf einmal herunterladen. Als letztes findest du im Untermenü auch noch deinen Amazon-Versandfeed. Der nächste Bereich sind die Berichte. Auch hier öffnet sich wieder ein Untermenü. Über den Menüpunkt Berichte kannst du verschiedene Berichte erzeugen, wie zum Beispiel deine Auftragsliste oder auch eine Pickliste. Im Untermenü findest du jetzt noch deine Systemereignisse. Hier kannst du alle Ereignisse, die in deinem Account passiert sind, nachlesen. Du kannst zum Beispiel sehen, ob ein Shop synchronisiert wurde oder ob du dich eingeloggt bzw. ausgeloggt hast. Zuletzt findest du hier auch noch die Umrechnungskurse. Jetzt wechseln wir noch in deine Einstellung. Die findest du über das Zahnradsymbol. Hier findest du wiederum auch ein weiteres Menü. Du hast oben allgemeine Einstellungen und hier unten Verbindungseinstellungen. Als erstes schauen wir uns die Automatisierungseinstellungen an. Hier kannst du unter anderem Regeln anlegen, du kannst E-Mail-Vorlagen konfigurieren, die du dann zum Beispiel für den Rechnungsversand verwendest oder auch die sogenannten Fehlerbenachrichtigungen. Mithilfe der Fehlerbenachrichtigung kannst du dich automatisch per E-Mail über bestimmte Fehler in deinem Bilby-Account informieren lassen, wenn zum Beispiel ein Bestellstatus nicht übertragen werden konnte an deinen Shop oder deinen Marktplatz. Als nächstes schauen wir uns die Auftragsdokumenteneinstellung an. Hier findest du alles rund um deine Auftragsdokumente. Du kannst hier für deine Auftragsdokumente Layouts anpassen bzw. neu konfigurieren. Du kannst aber auch Nummernkreise hinzufügen und deine Logoverwaltung befindet sich hier. Zudem kannst du hier eigene Etikettenformate konfigurieren, wenn das bestimmte Etikettenformat, was du nutzt, nicht bereits in Bilby vorkonfiguriert ist. Du kannst Umsatzsteuerhinweise hinterlegen, wie zum Beispiel hier ein Hinweis zur Kleinunternehmerregelung oder auch Übersetzungen für bestimmte Zahlarten direkt hier global einstellen. Zudem kannst du auch noch Hinweistexte für Zahlarten konfigurieren und Textkonstanten. Auf der linken Seite siehst du die Textkonstanten, so wie sie in Bilby voreingestellt sind. Möchtest du aber zum Beispiel immer einen anderen Text auf deiner Rechnung anzeigen lassen, für bestimmte Worte kannst du das hier anpassen. Du kannst zum Beispiel statt Angebotsdatum Datum des Angebots schreiben. Das kannst du ganz nach deinen Wünschen konfigurieren. Hier oben kannst du auch noch die Einheiten konfigurieren, genauso wie eben bei den Textkonstanten. Zuletzt haben wir noch die weiteren Optionen, was allgemeine Einstellungen zu Auftragsdokumenten noch sind. Zurück in den Einstellungen schauen wir uns jetzt die Artikel- und Lagereinstellungen an. Hier findest du zuerst Einstellungen zur Artikelsynchronisation zwischen deinen Shops bzw. Marktplätzen und deinem Bilby-Account und auch Einstellungen zur Bestandsberechnung, nämlich den Sicherheitsfaktor. In den Einstellungen zu deinem Kundenportal kannst du zuerst allgemeine Einstellungen zu deinem Kundenportal vornehmen. Außerdem kannst du Zahlungsanbieter an dein Kundenportal anbinden, sodass du Zahlungen über das Kundenportal empfangen kannst. In den Mitarbeitereinstellungen kannst du Mitarbeiter-Logins hinzufügen oder auch bearbeiten, wenn du schon welche hinzugefügt hast. So kannst du zum Beispiel Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen aus deinem Lager Zugang zu deinem Bilby-Account geben, ohne dass du deine eigenen Login-Daten hergeben musst. In den Spracheinstellungen kannst du Sprachen hinzufügen, um die Funktion der Mehrsprachigkeit bei Bilby zu nutzen. Die letzten Einstellungen, die du hier oben findest, sind die Steuereinstellungen. Du kannst allgemeine Einstellungen zur Steuer und Währung hinzufügen und auch sogenannte Ländereinstellungen. Hier musst du Einstellungen vornehmen, wenn du zum Beispiel an USS teilnimmst. Das waren jetzt alles die allgemeinen Einstellungen zu deinem Account. Hier unten findest du jetzt noch die Verbindungseinstellungen. In den Kanälen kannst du deine Verkaufsplattform anwenden, das heißt all deine Shopsysteme und Marktplätze. Unter Versand und Fulfillment kannst du Versanddienstleister und Fulfillment-Dienstleister hinzufügen. Unter Zahlungsabgleich kannst du Bankkonten hinzufügen und unter Buchhaltung und Mahnwesen entsprechend Buchhaltungsanbieter. Im E-Mail-Versand kannst du einen SMTP-Server einrichten. Dieser SMTP-Server ist dann empfehlenswert, wenn du E-Mails über deinen Bilby-Account an deine Kunden oder Kundinnen versenden möchtest. So kannst du sicher gehen, dass die E-Mails nicht in den Spam-Ordnern landen. Als nächstes haben wir zwei Cloud-Speicheroptionen, einmal den Bilby-Cloud-Speicher und einmal den externen Cloud-Speicher. Beim externen Cloud-Speicher kannst du Cloud-Speicherdienste wie zum Beispiel eine Dropbox an deinen Bilby-Account anbinden. So kannst du beispielsweise ein automatisiertes Rechnungsarchiv vornehmen. Auf dem Bilby-internen Cloud-Speicher kannst du Bilder ablegen, zum Beispiel Artikelbilder. Unter Rechtstexte kannst du die IT-Rechtskanzlei anbinden. Hier kannst du Rechtstexte an deinen Bilby-Account übertragen lassen und sie dann entsprechend mit deinen Auftragsdokumenten versenden. Hier findest du jetzt auch noch die Einstellung zur Bilby-API. Hier kannst du unter anderem ein API-Passwort festlegen und hier findest du außerdem weitere Dokumente,
die dir bei der Arbeit mit der Bilby API weiterhelfen. Die letzte Einstellung sind die Datenexporte. Hier kannst du verschiedene Exportformate konfigurieren, wie zum Beispiel auch den DATEV-Erlöse-Export. Das waren die allgemeinen Bereiche und Einstellungen, die du über das linke Menü erreichen kannst. In der oberen grünen Leiste findest du als erstes hier noch eine Suchzeile, wo du zum Beispiel nach Bestellnummern oder Artikeln suchen kannst. Rechts findest du jetzt immer noch eine Statusanzeige von deinem Bilby-Account und du kannst dir bestimmte Aktionen in deinem Bilby-Account anzeigen lassen, wie zum Beispiel, dass der Artikelimport abgeschlossen wurde. Über das Fragezeichen kannst du alle wichtigen Bilby-Ressourcen erreichen. Du kannst unsere Hilfeseite erreichen, unseren Support per E-Mail, unseren BEE-Support per Chat, aber auch unseren Störungsmelder und unsere Produktupdates, wo du auf unsere Roadmap kommst. Hier oben wird dir jetzt noch dein Benutzername angezeigt. Klickst du darauf, öffnet sich ein Untermenü. Hier erreichst du alle wichtigen Einstellungen rund um deinen Benutzer-Account. In der Übersicht kannst du zum Beispiel den Status deiner Testphase sehen. Unter Konto kannst du verschiedene Einstellungen sehen, wie zum Beispiel dein Support-Pin, der wichtig ist, wenn du unserem Support Zugriff auf deinen Bilby-Account gewähren möchtest, damit sie sich bestimmte Einstellungen anschauen können. Unter Rechnung und Zahlung kannst du deine aktuellen Kosten sehen, die bei uns jetzt leer sind, weil sich der Account in der Testphase befindet, und deine Rechnungsadresse sehen und anpassen. Außerdem kannst du hier auch ein SEPA-Formular einreichen. Unter alle Rechnungen siehst du eine Übersicht über alle deine Rechnungen und kannst dir nachträglich noch Rechnungen herunterladen. Das war eine grobe Übersicht über deinen Bilby-Account. Schau auf unserer Hilfeseite vorbei oder auf unserem YouTube-Kanal für noch tiefergehende Infos rund um deinen Account und deine Einstellungen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da oder melde dich bei unserem Support-Team. Bis zum nächsten Mal.